Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Stretching am Abend. Wir wollen uns ein bisschen durchbewegen, stretchen, uns so richtig gut gehen lassen. Mach so mit, wie du dich wohlfühlst und setz dich gleich mal zu mir auf den Boden. Vielleicht möchtest du ein Kissen holen, auf das du dich draufsetzen kannst. Dann ist es etwas einfacher, gerade zu sitzen und du kannst auch gerne die Füße nach vorne aufstellen, wie es für dich passt. Lass die Schultern zuerst ganz locker nach hinten kreisen und richte dich jetzt etwas ein. Das heißt, du bewegst auch deinen Oberkörper genüsslich. Atem fließt. Ganz locker durchbewegen. Dann richtest du dich wieder auf, musst Bein heben, Finger einmal kreuzen und deine Handgelenke mobilisieren. Zeichne jetzt eine 8 mit deinen Handgelenken. Dann löst du auf und nimmst eine Handfläche nach oben, versuchst die Hand jetzt hier nach unten zu ziehen. Das heißt, du spürst den Unterarm. Es ist bestimmt angenehm, wenn du vielleicht viel am Schreibtisch sitzt und viel die Maus in der Hand hältst oder viel schreibst, dann ist eine angenehme Dehnung. Nur wichtig ist, Schulter bleibt unten. Versuch den Ellbogen zu strecken. Löse auf und jetzt nimmst du deine Hand, den Handrücken nach vorne, genau in die andere Richtung, aufdehnen. Und wieder lösen, auslockern, wechseln, Handfläche, strecken, Schulter tief. Lösen, Handrücken, Nacken entspannen. Und wieder auflösen, auslockern, ausschütteln. Die Schultern locker lassen. Und jetzt kommst du gleich eins weiter, und zwar in den Vierfüßlerstand. Also komm rum, stütz deine Hände unter deine Schultern und versuche, dich rauszuziehen aus deinem Schultergürtel. Ein Bein geht nach hinten, Bauch ist fest, Becken parallel zum Boden. Und jetzt federst du ganz sanft mit der Ferse nach hinten. Also dehne deine Wade. Und dann löst du, also bleibst hinten, öffnest, wenn links vorne ist, deinen linken Arm, ziehst dich in Richtung Decke, ganz lang, drück dich mit der Hand weg vom Boden. Spirallinie aufdehnen, Ferse schiebt nach hinten und Fingerspitzen in Richtung Decke. Zurück, jetzt die Hand ab, wechsel die Seite, anderes Bein zurück und ganz sanft mit der Ferse nach hinten schieben. Halten.
Anderen Arm zur Decke, ganz weit, Ferse schiebt zurück, Arm nach oben noch weiter. Du kannst auch immer mehr hineinschmelzen in diese Bewegung, also immer weiter ziehen. Und dann langsam wieder auflösen, zurückkommen. Setz dich nach hinten, schieb dein Steißbein Richtung Ferse, mach deinen Rücken ganz lang. Und lass dein Brustbein hier Richtung Boden sinken. Gerne deine Knie etwas öffnen, Füße schließen und dein Brustbein tiefer sinken lassen. Dann wieder nach vorne kommen, den Rücken rund werden lassen, richtig hochziehen. Den Rücken wieder gerade und nimm jetzt ein Bein nach vorne. Ziehst durch, egal welche Seite, und versuch dein vorderes Knie über der Ferse zu halten. Dein Becken lässt du tief sinken in Richtung Boden. Spür die Dehnung hier vorne im Hüftbeuger. Könntest auch auf die Ellbogen runtergehen. Und versuch wirklich auch hier wieder hineinzuschmelzen in die Dehnung. Langsam zurückkommen, das Gewicht hinter dein Knie, vordere Fußspitze anziehen, Knie strecken. Und jetzt, wenn du willst, bewegst du dich ein bisschen in alle möglichen Richtungen. Also mal nach rechts, mal nach links. Ausprobieren. Wenn du eine Stelle findest, wo es besonders angenehm ist, bleibe da. Tauche tiefer. Und dann komm langsam wieder nach vorne. Nimm beide Beine jetzt nach vorne. Wir wechseln gleich noch, keine Angst. Aber lass die Fußspitzen nach außen schauen und versuch, so tief wie es für dich geht, dich abzusetzen. Also Knie nach außen drücken. Bleib mal so, ich drehe mich ein bisschen seitlich zu dir. Knie nach außen drücken, Oberkörper aufrichten. Innenseiten gedehnt spüren. Wenn die Fersen jetzt nicht ganz am Boden sind, ist auch okay. Nur der Übergang zur anderen Seite. Dann löst du wieder auf und nimmst jetzt das andere Bein zurück. Also, ich hatte vorher rechts, nehme jetzt dann das linke Bein zurück, entscheide selbst, setz dein hinteres Knie ab, vorderes Knie über der Ferse. Wieder tief sinken, Becken schiebt nach vorne. Komm dann langsam wieder zurück und entweder beugen oder strecken dein Knie und in verschiedenste Richtungen dich bewegen, aufdehnen, ausprobieren.
Dann langsam wieder nach vorne kommen. Und jetzt ziehst du beide Beine nach vorne und bleibst hier zuerst mal sitzen. Beide Fußsohlen aneinander, ungefähr ein rechter Winkel in den Knien. Und jetzt drück zuerst mit den Ellbogen die Knie nach außen. Komm mit geraden Rücken nach vorne. Vielleicht willst du die Hände auch neben die Füße legen und dich da noch ein Stück weiter nach vorne ziehen. Brustbein Richtung Füße. Mit jedem Ausatmen tiefer sinken. Ist alles richtig, es gibt kein Gut und Schlecht. Geh in deine Bewegungsweite hinein. Komm dann langsam wieder zurück, richte dich auf, nimm deine Knie nach oben und jetzt nimmst du ein Bein lang, das andere Bein kreuzt du und wenn du kannst und willst, kannst du auch das lange Bein anbeugen, dich aufrichten, kann aber auch gestreckt bleiben. Und wenn es links vorne ist hier, nimmst du die rechte Hand und umarmst dein Bein oder eben die andere Seite. Also einmal rum und so weit wie es geht drehen und dabei im Rücken möglichst gerade. Mit jedem Ausatmen gehst du ein Stück weiter. Also versuch wirklich Nase ein, bleib nur Mund aus. Und jedes Ausatmen erlaubt dir ein Stück weiter in die Rotation reinzudehnen. Ausatmen zur Mitte, kurzen Moment zur anderen Seite drehen und Seite wechseln. Langes Bein kreuzen, wenn du möchtest, beugst du dein Bein, muss nicht. Erst wieder schauen, dass du gemütlich, möglichst gemütlich aufrecht sitzt und dann drehst du dich zur anderen Seite. Und auch hier wieder Nase ein, Mund aus und noch weiter zur Seite ziehen. Atem fließt. Immer wieder an die Krone denken, die dich in Richtung Decke nach oben zieht, nach oben schiebt. Dann ausatmen, wieder zur Mitte zurückkommen, kurz zur Gegenseite und auseinander die Beine lockern. Fass die Oberschenkel, roll dich langsam tief und hol dir beide Knie zu dir ran. Kannst jetzt beide Knie von oben fassen, locker deine Knie kreisen, lass den Nacken auch entspannen, kreis auch in die andere Richtung. Lass deine Beine jetzt Richtung Decke strecken. Die Knie sind leicht gebeugt. Fass deine Unterschenkel aber von außen. Nimm deine Beine in die Grätsche und jetzt rollst du völlig entspannt. Tu nur das Mikro ein bisschen weg. Nach rechts und links. Das heißt, du unterstützt deine Beine und lässt dich auf deinem Rücken hin und her rollen. Müsste angenehm sein für den unteren Rücken. Dehnt die Innenseiten, Oberschenkel.
Und komm zur Mitte zurück. Lass die Unterschenkel senkrecht zur Decke, Oberschenkel fassen und neben dir in Richtung Boden ziehen. Lass dein Gesäß am Boden und die Unterschenkel senkrecht in Richtung Decke zeigend. Vielleicht magst du auch deinen Fuß außen fassen und dann die Knie nochmal tief ziehen. Du spürst die Dehnung im Hüftbeuger, genau. Wieder lösen, links aufstellen, rechts kreuzt, direkt drüber kreuzen und dein linkes Bein entweder am Oberschenkel oder oben drüber knapp unter deinem Knie fassen. Jetzt probier dich hier ein bisschen aus, das Körpergewicht leicht nach links rüber verlagern, dann merkst du die Dehnung im Gesäß noch mehr, oder? Löse wieder auf. Lass das Bein noch gekreuzt, aber stell das linke jetzt auf. Nimm die Arme zur Seite und lass die Knie nach rechts kippen. Jetzt kannst du mit dem oberen Fuß deinen Oberschenkel Richtung Boden schieben. Kopf zur Gegenseite. Und langsam wieder zur Mitte, das andere Bein kreuzen, zuerst wieder anziehen, Oberschenkel unten oder oben drüber. Wieder schauen, wo es für dich besonders angenehm ist, die Dehnung, vielleicht ein Stück weiter nach rechts rüberziehen. Nimm dich wahr und spür genau, wo die Dehnung jetzt hin muss. Spürst im Gesäß, oder? Löst du wieder auf, nimmst den Fuß etwas höher und lässt dein Knie kippen, Kopf zur Gegenseite. Dann kommst du ganz langsam wieder zurück zur Mitte, streckst dich und räkelst dich, zieh dich lang, rechts und links, einfach mal gähnen, strecken, räkeln. Beide Füße aufstellen, mindestens so breit wie deine Matte, und dann lässt du deine Knie nach rechts und links kippen, nacheinander zur Mitte und zusammen zur anderen Seite. Nacheinander zur Mitte und zusammen zur anderen. Komm auf eine Seite und bleib auf der Seite liegen. Drück dich über die Seite eins weiter zum Sitzen nach oben. Bleib noch mal kurz sitzen
Richte dich auf. Egal wie, setz dich wieder gemütlich hin. Lass die Schultern los. Nimm deine Hände vorne, atme aus, mach dich ganz rund. Kopf rein, einatmen, öffnen, Fingerspitzen nach hinten, rund werden, aus. Und jetzt kannst du dich auch in andere Richtung öffnen. Du kannst dich auch abstützen. Probier aus, wohin du dich noch dehnen willst. Wenn du geöffnet hast, bleibe hier und nimm die Hände mit den Fingerspitzen zurück, sodass du noch dein Brustbein bewusst nach diagonal oben schieben kannst, Brustmuskeln aufdehnst. Dann löst du auf, lässt locker, ziehst die rechte Schulter tief. Lass den Kopf nach links kippen. Links ist ganz entspannt. Ganz langsam nach vorne zur anderen Seite. Mal wieder nach vorne, dann richte den Kopf wieder auf, denk dir die Krone auf deinem Kopf, atme ein, zieh die Schultern hoch, atme aus, zieh sie wieder nach unten, nochmal ein, aus und noch einmal ausatmen und entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen, sehr schön, ich hoffe, du fühlst dich wohl. Ein angenehmes Gefühl, letztlich durchgedehnt zu haben. Ich freue mich natürlich über einen Kommentar von dir. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat, über ein Gefällt mir. Vielleicht hast du Lust, meine Arbeit wertzuschätzen. Vielen Dank natürlich. Du kannst einfach mal nachschauen, was es dir wert ist. 2,50 im Monat, 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro, was du willst. Kannst du auch jederzeit wieder verändern. Dankeschön. Abonnier meinen Kanal kostenfrei. Freue ich mich auch, lade jemanden ein, sich mitzubewegen. Umso mehr Menschen sich bewegen, umso schöner natürlich für mich als Gymnastiklehrerin. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann!